Ja, hallo! Herzlich willkommen in meinem bescheidenen Heim. Nochmal. Mensch, nicht so laut hier. Also herzlich willkommen erstmal. Machen wir ganz schnell hier in unserem Heim so eine Roomtour. Zu. Hier haben wir den Essbereich. Also wenn wir hier essen, dann essen wir hier. Und dann hier haben wir die Toilette. Mega interessant, ich weiß. Ja, nichts Besonderes, ist halt eine Toilette mit Kippfenster. Machen wir wieder aus. Dann weiter hier die Küche. Habe ich vorhin noch ein bisschen aufgeräumt, damit es hier nicht so gar schlimm aussieht. Haben wir gestern schon eben Nudeln gekocht, habt ihr ja gesehen, und auch Kaffee gemacht. Joa, schöner Blick in den Innenhof. Kann man vielleicht auch mal grillen oder so. Oder ja, Pizza machen, wenn wir das überhaupt können. Dann, das müssen wir jetzt nicht weiter beachten. Ofen ist da, alles eigentlich da, was man braucht so. Dann geht's weiter nach oben. Wir haben hier halt noch einen Fernseher. Das kann man vielleicht noch kurz erwähnen. Und hier chillen sie auch ganz oft auf dieser Couch. Ganz praktisch. Ja, das war's eigentlich schon hier im Erdgeschoss. Gehen wir nach oben. Hier kommen wir zum ersten Zimmer. Das ist eben das Zimmer von meinem Bruder und mir. Hier schlafen wir eben. Hier kann man auch rausgehen. Also machen wir hier auf. Ist ganz besonders hier irgendwie. So richtig verbarrikadiert. Also, ich weiß auch nicht, kannst hier aufschließen. Und dann geht's hier raus. Das ist jetzt hier die Dachterrasse. Eigentlich ganz entspannt hier. Dann kann man sich zu zweit hier hinsetzen. Und ein bisschen entspannen. Kann auch in den Innenhof schauen. Oder eben auf die Straße. Ja, gut. Bisschen stalken und so. Auch nicht schlecht. Und das war's dann hier eigentlich auch mit der Terrasse wieder. Also es ist relativ simpel so hier alles. Aber es ist halt clean und so. Ist halt auch über mehrere Stockwerke. Werdet ihr jetzt auch noch sehen. Hier geht dann nämlich noch eine Treppe hoch. Hier haben wir auch noch ein Zimmer. Joa, joa. Kann man ja mal kurz. Ist halt auch wieder für zwei Leute. Können sich da hinlegen und schlafen und bla bla bla. Aber das brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Ah, hier. Diese Wand ist auch nicht schlecht. Einfach nochmal so von der, vielleicht von der Mauer von früher. Vielleicht gab es hier mal eine Mauer und die haben irgendwie das so angebaut. Oder das von Haus halt einfach so eine alte Mauer. Finde ich immer gar nicht so schlecht, wenn man hier nochmal ein bisschen so dieses Altertümliche sieht. Ja, da ist glaube ich gerade jemand auf Klo. Machen wir mal das Licht aus. Hallo. Moin. Moin. Ja, haben wir noch ein zweites Bad mit Dusche. Und ja, auch wieder ein Bad, kurz erwähnt, passt. So, was man noch sagen kann ist, wir haben hier noch so Zettel, weil diese Türen kein Schloss haben, wo man zusperren kann. Dann machen wir immer diesen Zettel hier so an die Tür und hoffen, dass keiner reinkommt. Ja, hält auch gut. Gehen wir nach oben. Das ist dann der vorletzte Stock, das Highlight kommt erst noch am Ende. Mein Gott, ganz viele Lichtschalter. Hier eben auch noch ein Zimmer, also hier könnten sechs Leute schlafen. Wir sind halt jetzt halt zu fünft, das reicht, denke ich. Hier kann man rein theoretisch auch noch mal rausschauen. Hat auch noch mal eine schöne Sicht auf die Dächer von Alcudia. Also wir sind hier jetzt in der Altstadt. Ja, es gibt noch den Hafen und auch grundsätzlich viele neuere Häuser noch außen rum. Aber wir sind hier so von der Stadtmauer so in der Art umgeben. Werdet ihr wahrscheinlich auch später noch mal sehen. Also ich finde, es ist sehr idyllisch da draußen, wenn man rausschaut. Aber später werden wir da auch noch mal einen besseren Blick drauf haben. Ich verspreche es euch. Bisschen unpraktisch vielleicht, dass man da immer von außen ran muss. Aber war halt früher so, deswegen kann man nichts machen. Jetzt kommt natürlich das zweite Highlight in diesem Haus. Der Kinderspielbereich, da kommt immer der dann rein, da oben sieht man auch noch eine Klimaanlage, das ist halt auch relativ nice, das haben wir in jedem Raum, das heißt, da wird es auch nie zu warm nachts eigentlich, also es war jetzt relativ entspannt in der Nacht. Wir haben die Klimaanlage nachts ausgemacht, einfach damit man sich jetzt nicht erkältet, ist auf jeden Fall besser als jetzt bei uns in der Dachwohnung oder so. Also wir schlafen ja unterm Dach und da wird es immer ziemlich warm. Gut, dann jetzt kommt das Highlight. Also jetzt kurz Kopf einziehen hier.
das hat uns auch dazu bewegt, dass wir dann gesagt haben, wir nehmen das irgendwie. Weil man halt hier in beide Richtungen schauen kann. Also einerseits hier die schöne Stadt und andererseits dann natürlich hier der Blick an den Strand von Alcudia. Es gibt halt zwei Strände, wir sind hier so auf einer Landzunge sozusagen, die eben so rausgeht. Kann man auf jeden Fall nichts falsch machen hier mit dieser Ferienwohnung. Also wir sind bis jetzt sehr zufrieden, ist alles sauber. Ich glaube, das war's dann auch mit dieser Roomtour. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Bis dahin, ciao.